Lektionen, die dir jetzt gezeigt werden aus alten Inkarnationen. Das weiß man oft nicht, ne? Da kommt plötzlich ein Thema auf dich zu. Du wunderst dich, was soll denn jetzt dieser Schnodder in meinem Leben? Das ist eigentlich nur ein Thema, das du mitgebracht hast, weil du es in der letzten Inkarnation nicht geschafft hast. Warum auch immer, ist jetzt egal. Und das zu erkennen oder auch nur zu ahnen, dass es so sein kann, darum geht es heute. Und ich freue mich, dass ich unsere liebe Annelie dazu gewinnen konnte, dass wir dieses Thema machen. Wobei, jetzt fällt mir gerade ein, das war deine Idee, ne? Das heißt, du hast mich gewinnen können, aber ist egal. Hauptsache, wir machen es, ne? Also, es geht um diese Lektionen, die wir irgendwie mitgebracht haben, wie auch immer, die jetzt da sind, die aber jetzt gerade im Umfeld, ich kriege das auch in meinem Umfeld mit und du sagtest im Vorgespräch auch, du auch, dass die jetzt bei vielen Menschen hochkommen. Und genau deswegen wollen wir jetzt da ein Video zu machen, um das eben energetisch zu unterstützen, dass wir da diese Lektionen lernen zu erkennen, dann durchzugehen, zu lösen und damit aus unserem Leben quasi, ja, wie es so schön heißt, loslassen können. Sie sind nicht weg, die Themen. Natürlich wissen wir die noch, aber sie machen nichts mehr mit uns. Annelie. Danke, lieber Andreas. Ja, also es ist im Moment echt heftig. Also vielleicht hast du auch das Gefühl, es rüttelt und schüttelt überall. Also wirklich jeder kommt jetzt aktuell manchmal fast an seine Grenzen, weil so viel hochploppt. Und die Lichtwelt hat zu mir gesagt, dass jetzt so, wie Andreas gerade gesagt hat, dass so das, die großen Big Points aus den letzten Inkarnationen, die nicht transformiert worden sind, also die letzten großen Meilensteine, um dann letztendlich aber eigentlich auch manchmal aus dem Inkarnationsprozess herauszugehen, diese Dinge kommen jetzt aufs Tablett. Und sie meinten, dass das jetzt zu tun hat mit dem Aufstieg. Und ich werde jetzt für euch gleich den karmischen Rat channeln. Die stehen schon da, sind schon bereit für euch, um es für euch einfacher zu machen, weil ihr sowieso schon so stark im Licht seid. Ihr macht viele Channelings, ihr seid viel auf der FinTV unterwegs, euer Lichtfeld ist einfach schon weit und ihr habt jetzt die Möglichkeit, so eine Erlösung zu bekommen, ein bisschen, dass die Prozesse transformiert werden. Das wird jetzt in diesem Video passieren und ich durfte da jetzt auch wirklich nochmal ganz interessant mein Ego anschauen. Also die Lichtwelt hatte mir dann nochmal ganz schön heftig gezeigt, Mensch, Annelie, bei dem einen oder anderen, da kannst du jetzt aber auch nochmal schön in die Demut gehen. Und ich bin aber sehr dankbar, dass die Lichtwelt mir das gezeigt hat, weil es für mich natürlich eine absolute Befreiung jetzt ist. Die Prozesse, wenn die kommen, die sind dann doch schon sehr ruckelig. Ach ja, was sie gerade noch sagen, was interessant ist, die Lektionen zeigen sich nicht immer in Überwindung von Charakterthemen, dass man, wie bei mir jetzt das Ego, nochmal mehr transformiert wird oder in irgendwelchen Lebenslektionen, die im Außen gespiegelt werden, sondern sie sagen gerade, dass bei manchen im Moment auch sehr stark körperlich massiv viel passiert. Und du musst dir das so vorstellen, dass wenn du einen gewissen Punkt an Licht erreicht hast, in deinem Feld, in deiner Aura, in deinem Lichtkörper, dann gehen diese Lektionen manchmal noch stärker los. Und wenn du in anderen Inkarnationen sehr stark körperliche Überwindungsproblematiken hattest, also wenn du Krankheiten hattest und so weiter und so fort, dann kann es sein, dass du das nochmal so volle Kanne jetzt bekommst. Also wenn du denkst, was ist denn eigentlich los, dass meine Körperprozesse so stark werden, ich so viel Schmerzen habe, dann sind das zum Teil Themen, die aus den anderen Leben noch sehr stark blockieren. Was du da tun kannst, sagt gerade der karmische Rat, ist, dass du ganz liebevoll an die Stellen zum Beispiel fasst, deine Hand, also wenn du zum Beispiel Herzprobleme hättest, ich zeige es jetzt, weil man den Bildausschnitt besser sieht, dann würdest du mit deiner Hand auf das Herz gehen und dann würdest du ganz sanft deine Augen schließen und würdest sagen, alles, was mich aus dem anderen Leben noch blockiert, ich bitte es aus tiefstem Herzen jetzt. Ich lasse es los, ich lasse es los, ich lasse es los. Du kannst auch die Kodierung sagen, löschen, 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 was sich für dich stimmiger anfühlt. Du kannst auch arbeiten mit Jesus Christus und sagen, im Namen von Jesus Christus bitte ich um Heilung dieses tiefsitzenden Leids, Körperleids. Dann kannst du arbeiten mit Wundern. Du kannst sagen, ich bitte um das Wunder der Heilung. Ich bin bereit, dieses Körperthema loszulassen, was mich aus vielen Leben beschäftigt. Das ist jetzt schon, was die
was der Karmische Rat durchgibt zum Thema Lektionen auf körperlicher Ebene. Und jetzt ist schon so stark, dass wir jetzt in die Frequenz des Channelings gehen. Du kannst dich hinsetzen oder hinlegen, wie es sich für dich angenehmer anfühlt. Wir gehen jetzt erstmal mit der Aufmerksamkeit in die Füße. Ich darf ein bisschen langsamer und ruhiger werden. Die Lichtwelt fängt schon an, kluck, kluck, kluck. Es geht ganz schnell immer. Ich bekomme sehr schnell gechannelt. Aber ich merke schon, ich muss ein bisschen langsamer sprechen. So, wir gehen also mit der Aufmerksamkeit in die Füße. Und du wirst angebunden an das Energiefeld von Mutter Erde. Sie hat dir diesen wunderschönen Körpertempel geschenkt, um eine Erfahrung zu machen in dieser Realität. Und wir öffnen deine Fußchakren, deine Erdsterne öffnen sich. Du wirst nach unten angebunden an Mutter Erde. Und es fließt ein göttliches Licht in deinen Körper, in diesen wunderschönen Tempel, wo auch immer noch sehr viele Lektionen sind aus anderen Leben, wo du leidvolle Erfahrungen machen musstest, Krankheiten erleben musstest. Ich bitte die Lichtwelt, den karmischen Rat und Jesus Christus für dich, dass die Prozesse leichter laufen, fließender. Und du es endlich abgeben darfst, dieses Leid. Du gehst mit deiner Aufmerksamkeit in deine Wirbelsäule. Die Wirbelsäule ist der Stab, die Verbindung nach oben zum Licht. Und deine Wirbelsäule füllt sich mit Licht. Du wirst über dein Kronenchakra, über den Kopf nach oben angebunden. An ein großes Feld, die Schöpfung. Und es fließt ein göttliches Licht aus der Schöpfung über eine wunderschöne Schnur des Lichts nach unten, über deine Lichtchakren in deinen Körper hinein, in dein Sein. All deine Körper werden jetzt durchflutet mit Licht. Es ist nicht nur dein menschlicher Körper, sondern für dein Erfahrungsspektrum sind auch die Aspekte deines Emotionalkörpers, die Aspekte deines Mentalkörpers, auch die Aspekte deines Buddhikörpers, deines spirituellen Körpers. Alle diese Aspekte machen hier auf Erden Lektionen, Erfahrungen. Der Art, dass du dich entscheidest zwischen Licht und Liebe und weiteren Erfahrungen. Ich nenne sie jetzt einmal Unlicht. Die Lichtwelt zeigt mir die Erfahrung von Licht und Schatten. Und so beginnt der kosmische Rat sich zu verankern. In diesem Raum, es ist eine sehr hochschwingende, liebende, gütige, engelhafte Frequenz. Sie unterstützen deine Seele in Entscheidungen, die du selbst triffst, um dich wieder in den Prozess des Lebens zu begeben, um abermals dich dafür zu entscheiden, ich werde diesmal die Liebe wählen. Und so sind sie liebende, gütige Helfer für deinen eigenen Wachstumsprozess, den du selbst wählst. Es gibt keine Richter, es gibt keine Verurteiler. Dein höheres, lichtvolles Bewusstsein wählt selbst, welche Erfahrungen es nochmals machen möchte, um sich für das Licht und die Liebe zu entscheiden. Die Frequenz des kosmischen Rates begleitet liebend, so wie dein Schutzengel, deine Geistheiler und deine Geistführer dich auf dem Weg hier in diesem Frequenzfeld, dem du dich hier
inkarniert hast. Und so beginnen sie eine Art Strahl aus deinem Herzen heraus zu ziehen. Es ist ein Lichtspektrum, ein Lichtstrahl. Dieser Strahl ist verbunden mit deiner eigenen Akasha-Chronik, der Wissensbibliothek, in der all deine Leben und Erfahrungen aus dieser Welt und anderen Welten abgespeichert sind. Und so gibt es in dieser Akasha-Chronik wie große Punkte, große Energieknäuel, so zeigt es mir Erzengel Metatron, der Hüter deiner Akasha-Chronik, die du noch nicht, mit denen du noch nicht im Frieden bist. Erzengel Metatron zeigt, dass für den Aufstiegsprozess die Lichtvorreiter, so nennt er es, denn das bist du, ein Vorreiter für viele weitere Menschen, hast du schon so viele Erkenntnisse und so unendlich viel Licht in deinem Energiefeld, in deinem Herzen, dass du als Leuchtturm wirkst auf Erden für all die anderen Menschen, die sich erinnern. Und so öffnen sich nun die Kanäle und diese gebundenen Zentren verbinden sich mit diesem Strahl aus deinem Herzen heraus, dass diese Leben sich jetzt aus deiner jetzigen Perspektive in Liebe wandeln. Das Leid, das dir manchmal auch zugefügt wurde, es war nicht immer nur deine bewusste Wahl. Es gab auch Lernpartner, die Leid zugefügt haben. All diese Frequenzen bekommst du nun wieder gespiegelt in diesem Leben. Und für dich soll der Weg nun sanfter sein, denn dein Wissen und deine Erkenntnis ist schon so groß, dass die fühlenden Erlebnisse und Transformationsprozesse für dich nun leichter laufen dürfen. Und so beginnt der kosmische Rat, diese Lektionen für dich zu mildern und gleichsam gehst du mit deinem eigenen Herzen in Milde für dich selbst, lässt deine eigene Verurteilung für dich selbst frei und schaust in Liebe und Milde auf dich selbst. Hast du dich manchmal vielleicht aus deinem Ego herausleiten lassen und voller Liebe und Milde nimmst du dich selbst in den Arm. Und so öffnen sich die Herzfelder um dich herum. Denn der Weg besteht darin, sagt der kosmische Rat, der karmische Rat, darin, dass du dir selbst vergibst und erkennst, dass alles ein Spiel ist, das du wählst. Hast du vor kurzem die Abkehr der Liebe gewählt? So kannst du bereits nun neue Entscheidungen treffen. Aus deiner Kenntnis heraus entstehen neue Möglichkeiten und Welten für dich.
Und so lösen sich die Lektionen mehr und mehr in Sanftheit, je mehr du dich dafür annimmst, je mehr du dich liebst. Und so lassen wir die Liebe auch aus unseren Herzen auf dich senden. Der karmische Rat, der kosmische Rat, Erzengel Metatron, der Hüter der anderen Leben und Erfahrungen. Und es fließt ein göttliches Licht in dein Herz, während du selbst für dich deine Liebe zulässt. Und so öffnet sich ein Lichtfeld der Heilung. Anyukutai tanayahe akanataya tutanatai tanatutalei Tana, Tana, Te. Dein wahres Sein ist heil und wird immer heil sein. Mögen sich deine Entscheidungen mehr und mehr aus den Ebenen der Liebe heraus entfalten. Göttliches Licht fließt nun durch all deine Körper, dein Emotionalkörper, dein physischer Körper, dein Mentalkörper, spiritueller Körper, Buddhikörper, Ätherkörper und Schmerzkörper werden aufgefüllt mit Licht. Mögen deine Prozesse leichter sein. Und du dich mehr und mehr für die Liebe entscheiden. Und ganz sanft integrieren sich alle Aspekte. Wieder zurück in deinen Körper. Ein ganz sanftes Getragensein zurück in dein Sein. Du atmest und du merkst mehr und mehr, wie du langsam wieder zurückkommst in deinen physischen Körper. Bewege mal deine Zehen und deine Fingerspitzen. Es ist ein ganz langsames, sanftes Ankommen. Alle Anteile integrieren sich wieder in deine Ebenen, in dieser Realität. Du öffnest ganz vorsichtig deine Augen. Und du kommst langsam zurück ins Hier und Jetzt. Ja, das war wieder sehr intensiv. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, ich weiß, wir können deine Antwort jetzt nicht hören. Wenn du magst, kannst du sie ja mal in die Kommentare schreiben. Ich finde das immer sehr wichtig, dass man das auch mal nach außen ausdrückt, weil dadurch wird auch wiederum vieles geheilt. Das mal als kleiner Tipp nebenbei. Annelie, Dankeschön. Oh, danke Andreas für die Möglichkeit. Apropos danke. Ich habe jetzt neulich eine Mail gekriegt von einer lieben Zuschauerin, die hat mir geschrieben, dass sie Annelie auch schon gespendet hat und sie will mir jetzt auch noch was spenden. Und da möchte ich dir, falls du jetzt gerade zuhörst, nochmal ganz, ganz lieben Dank sagen und natürlich bedanke mich auch bei euch allen anderen, die mir in der Vergangenheit schon mal eine Spende haben zukommen lassen. Besonders die Überweisung, da kann ich mich ja nicht schriftlich bedanken, bei PayPal geht das ja. Aber ich finde halt Überweisung finde ich besser, weil da ist es ohne Gebühr. Also nochmal ganz herzlichen
Dank für deine Spende. Am Ende steht es ja auch immer im Video drin, weil das ist mir so wichtig, mich dafür zu bedanken. Und wenn du mir was spenden möchtest, dann guck mal unter dem Video, da steht meine Bankverbindung drin. Ich habe extra ein Spendenkonto jetzt eingerichtet vor einiger Zeit. Falls du das alte Spendenkonto noch benutzt hast, guck mal, ob es die neue Nummer ist. Ganz am Ende müsste eine 17 stehen, das ist das Richtige. Da kannst du dann was drauf überweisen und da danke ich dir ganz herzlich für. Ja, jetzt danke ich dir schon wieder und zwar, dass du dabei warst. Das finde ich nämlich voll cool. Und in dem Sinne senden die Annelie aus Baden-Baden, ich dir hier aus dem hohen Norden wieder von ganzem Herzen alles Liebe.